geht jetzt zuerst mal die Passstraße auf an der Grenze zu Frankfurt. Und ja, die ist total fein zum Radeln. Es ist gar nichts los. Überhaupt null. Und man sieht da vorne so alte Überbleibsel von so Dörfern und alte Bauten. Sehr schade. Ein bisschen was steht noch. Total schön. Wetter braucht man nicht drehen. Ist wieder top. Hui, morgen. Ja, die grüßt ihn schon wer. Geht super auf. Wow. Jetzt sind wir bald herum. Da vorne ist schon die Grenze. Die Berge da herum, die sind so massiv. Wir waren gestern schon da und es war einfach so eindrucksvoll. Wahnsinn. Wie in einem Computerspiel. Wow, Adler. Herum auf dem Pass sind wir. Und jetzt geht es für uns gleich schon so weiter. Bis jetzt geht es zum dritten noch gut. Schauen wir, wie lang. Weiter herum sind wir schon. Wow, da kommen wir wieder voll gut vor. Ist total flach. Krass. So weitläufig da. Wow. Das Einzige, man muss aufpassen, dass man nicht in ein Loch reinfällt. Da wohnen Murmeltiere da herum, das ist nicht mehr normal. Mag man echt schauen, dass man nicht mit dem Fahrrad voll ins Loch fällt. Da komme ich immer noch voll gut von. Sehr cool. Jetzt geht es für uns Richtung Joch. Und von Joch geht es dann auf den Gipfel. So, da einen schönen guten Mittag bald. Ja, genau. Ja, weil wir stehen schon auf über 2500 Meter. In einem satten Panorama. Ja. In Italien gestartet, nach Frankreich die Auffahrt gemacht. Von Frankreich jetzt auf dem Sattel. Wahnsinn, da rum, oder? Und jetzt sind wir wieder Staatsgrenze Frankreich-Italien. Für uns geht es jetzt da weiter auf Monte Scaletta, auf italienischer Seite. Ist ein stark befestigter Berg aus dem Zweiten Weltkrieg. Meine Idee ist jetzt den Berg durchsteigen, durch einen Bunker, durch den Berg aufgehen und dann den Trail Südseite nach Italien anfahren. Ich hoffe, es funktioniert, wir haben ja alles mit. Wie es ausgeschaut hat, auf die Wanderfotos geht es. Im schlimmsten Fall müssen wir Vorderrad und Hinterrad einmal ausbauen und einen Rahmen durchschieben, das Rad oder so. Sollte aber alles funktionieren, soweit, so gut. Und ja, bleibt dabei, wenn ihr mehr haben wollt, aber davor seht ihr noch die Auffahrt und dann den Gipfel. So, für uns ist jetzt aus mit vorne, das heißt schieben, tragen geht es weiter. Aber schaut mal bitte, welche geile Kulissen wir haben. Wow, ist jetzt schon der zweite See. Wahnsinn. Das ist einfach ein Traum. Fast der Badetour. Ja, genau, fast der Badetour. Ladet echt ein. Wenn es Windstadt ist und die Sonne scheint, ist richtig fein heiß. Im Sommer sind die hart, glaube ich. Ja, im Sommer Traum. So, genau, für uns geht es jetzt da den Weg auf, da geht's auf und dann zum Gipfel. Ladies and Gentlemen, wir haben Passo Scaletta erreicht. Man sieht es da nicht so, aber da vorne aus, wo dieses Vega ist, hinter Wickenradl, liegt alles Stacheldraht. Alles. Bis ganz oben, auch da unten. Hinten riesige
Kasernen drinnen. Und für uns geht es jetzt da rauf, auf den Berg. Durch den Berg durch ist da ein Anlag gebaut worden, der ist befestigt worden. Den sollte man durchschreiten können. Einfach bizarr und verrückt. Es ist alles, was man sieht, aufgetragen worden. Da hat es nie was gegeben. Vor allem haben sie es nicht mehr fertig gebaut. Und jetzt stehen halt diese Zeugen da herum und verfallen so vor sich hin. Für den man Staubbock noch unterschlupft beim Wetter und das war's. Aber für uns Biker perfekt, weil diese Infrastruktur ist im Valles Dura nicht nur satt, sondern Wahnsinn. Also das ist eine andere Dimension, erreicht man da. Vor allem ist es dann relativ sanft wieder für so ein Tal. Und Anführungszeichen sanft. Das heißt, man hat diese ganzen Wege und diese perfekte Eichelegung gut oder hinsurfen ohne Ende. Einfach crazy. Schau mal, was wir entdeckt haben mitten auf dem Weg. Und zwar ist das eine Panzerplatte. Ja, die war vorne beim Bunker gewesen, das Maschinengewehr. Genau, vorne, aber das ist nicht mehr da, wo es sein sollte. Genau. Ein massives Teil. Ja, das ist so wie Wechskonzentrum. Eine Tonne, glaube ich. Ja, echt heftig. Das sind ein paar Zentimeter dicker Stahl. Auf jeden Fall heftig. So schaut es jetzt aus. Sieht man oben schon ein paar Scherscharten, Stellungen im Bunker. Alles miteinander, geht es jetzt für das Aufhören auf dem Gipfel. Und von da sind wir gekommen und da hinten sieht man nochmal die Kasernen, wie was abnormal heftig ist. So ist jetzt unser Aufstieg. Das hört sich jetzt noch gut. Steiler wärts, alpiner wärts auch. Passend zur Stimmung zu dem Berg. So. Da kommt schon echt auf 2700. Ja. Schwenken wir mal durch, so schaut es jetzt aus. Und bald werden wir dann die Bunkerquerne oder die Tunnel. Beim Aufstieg ist Achtung angesagt, und zwar liegt da neben dem Weg auch noch richtig viel Stacheldraht und die spitzelt teilweise direkt auf dem Weg einer. Klar, die ganzen Witterungen lenkt ihr natürlich immer anders. Schaut richtig crazy aus, da hinten auch alles. Wird nur geshootet und da hinten ist die fette Kaserne. Wow. Da liegt auch alles. Also das, was so schwarz ist, ist alles Stacheldraht. Ja. Ui. Und da werden wir jetzt durchgehen mit unseren Radl, weil der Weg geht durch den Berg auf, weil es ist nicht möglich, es zu unternehmen. Und jetzt hoffe ich, dass nicht mein 80 Meter längs stand, nicht durchpasst. Aber es geht sich aus, oder? Ja, so schlängeln wir uns jetzt durch. Also ich habe schon viele Aufstiege gehabt, der ist relativ crazy. Oh, der ist, oh Gott, man sieht dich nicht mehr, bist du noch da? Wachs, durch. Hey, da war alles befestigt gewesen, du siehst es da nicht. Wow, verrückte. Verrückt. Einfach crazy, man sieht es auf der GoPro wahrscheinlich nur ganz leicht mit einem hellen Punkt. Und das ist alles befestigt, Wahnsinn. Oh, verrückt. Ja, das ist super. Check es nicht mehr. So, jetzt hol ich auch mal Gefährt. Oh, krass, aber mein Lenkstang ist auch knapp. Ich hab das Fels. Also, die Tour. Was? Und ich doch da wieder alles. Ja, ich glaub, die haben wir auch nicht jeden Tag. Das habe ich am meisten nicht gehabt, wo man nicht einmal einen anderen Weg. Die haben damals schon bike-freundlich gebaut, die Italiener. Boah, Kopf einsurfen. Ja. Da sehen wir Licht am Ende vom Tunnel. Die letzten Höhenmeter. Haben wir es geschafft. Beides hat es jetzt noch gezogen, weil da echt ein bisschen was, ja, zum Klettern halt. Vor allem Aussehen hat man schon ein paar Mal das Radl tragen müssen. So, jetzt gibt es noch einen kurzen Bahnhofschwenk. Ja, es nicht haben wir schon. Wir sind auch verköstigt worden von voll netten Einheimischen. Die haben ins Bio-Trauben sogar noch gegeben. Ja, von dem haben wir heute halt die Jausen nicht gefilmt. Ich weiß jetzt nicht, das ist auch nicht schlimm. Es gibt übrigens eh immer das Gleiche. Genau, wir stehen jetzt auf dem Monte Scaletta. Ich stehe genau auf dem Bunker. Leider nicht mehr komplett ganz.
Schade. Aber die Aussicht umso besser. Genau, also da hinten, wo der Martin steht, da hinten außen, da ist der Nizza, da geht es für uns die nächsten Tage hin. Dann da unten, oder da vorne außen besser gesagt, ist dann die Grenze zu Frankreich. Gut, dann geht's da weiter. Da sind wir auf, da sieht man unseren Weg. Da unten ist das Seegewesen, von da sind wir da auf. Da geht's hinten auch in Richtung Valle Maira. Genau, also das da, da kann man sogar den Trail auf Valle Maira anfahren. Ja, da hinten den ganzen Grenzkamm, da sind wir auch schon angefahren vor ein paar Tagen. Auch richtig cool. Genau, so schaut es da aus. Einfach atemberaubend. Wunderschön. Schau, sehe ich das einmal auch. Da ganz auf ist eine Materialseilbahn gegangen. Und da oben war der Eingang für die Militäranlagen, für die Bunker. Also haben sie einen ganzen Gipfel einen Bunker aufgebaut. Brauchen wir nichts mehr dazu sagen, oder? Das ist verrückt, da ist sogar das alte Wagerl noch, die Gondel, keine Ahnung. Einfach crazy. Ja. Und die war dann von Valle Maira aufgegangen unten, die Seilbahn. Das ist echt eine verrückte Geschichte. Ja. Wahnsinn. So, wir haben noch mal eine kleine Querung für uns. Zeitversicherung. Bis jetzt ist es einmal super brav. Das schaffe sogar ich. Schauen wir mal, was da kommt.